Viele von uns haben Angst von einem Blackout oder was, wenn der Strom für ein paar Tage ausfällt und wir ja, uns selbst nicht mehr versorgen können mit warmem Wasser und wir könnten nicht mehr einkaufen. Viele Dinge würden wegfallen. Ich möchte dir in diesem Video erklären, warum die Möglichkeit sehr, sehr, sehr gering ist, dass das stattfinden wird. Es gibt Energiefelder und viele, die mir schon seit langem folgen, wissen, was ich damit meine. Alles besteht aus Energie und mit unseren Gedanken, mit unseren Erwartungen geben wir Energiefelder Leben. Was sind denn Energiefelder? Das können große Energiefelder sein, Politik, Religion, Wirtschaft. Es können auch kleine Gedankenfelder sein, wie mein Kanal zum Beispiel, ist auch ein Energiefeld mit 20.000 Zuschauern. Das heißt, ich habe eure Energie und ja, damit wächst auch mein Kanal. Nur ist es so, wenn wir das Energiefeld Angst nähren, das Energiefeld Angst kann nur genährt werden durch Fernseher, durch Radio. Wenn es keinen Strom mehr gibt, wie kann diese Angst dann noch aufrechterhalten werden? Das, was aktuell durchgezogen wird, geht aber nur mit Angst. Das geht nur, wenn ständig Schreckensnachrichten gezeigt werden, immer und immer und immer wieder. Wenn das wegfällt, fällt auch die Angst in diese Richtung weg, weil die Menschen fangen an, sich zu unterhalten. Vielleicht gehen sie auf die Straße und reden miteinander. Menschen sind wieder auf sich selbst zurückgeworfen. Glaubt es mir, ihr müsst mir gar nichts glauben. Hier gibt es unter anderem dieses Buch, sehr, sehr spannendes Buch. Und es geht hier der PC da hinten aus. Ich finde das sehr schön hier mit dem Hintergrund. Na, lassen wir es mal laufen. In diesem Buch wird unter anderem beschrieben, wie die Politik uns sozusagen in Anführungsstrichen veräppelt. Keine Ahnung, stimmt es? Werden wir veräppelt? Oder betreibe ich es jetzt nur? Gehöre ich jetzt zu den Verschwörungstheoretikern? Auf diesem Kanal soll es eigentlich... So, jetzt haben wir wieder hier unseren wunderschönen Hintergrund. Auf diesem Kanal soll es nicht um Verschwörungstheorien gehen oder um Politik gehen. Es geht ja um Emotionen, um Beziehungen. Und das, über was ich heute rede, hat was mit Emotionen und Beziehungen zu tun. Bin ich in der Beziehung zur Angst? Bin ich mit meiner Emotion Angst so tief verbunden und so verwurzelt, dass ich das Feld der Angst noch mehr nähere, was mir durch die Medien gegeben wird? Die Elite kann es sich nicht leisten, einen Stromausfall herbeizuführen, weil sie nur darüber kommunizieren können mit uns. Es wird uns eingegeben in unser Gehirn. Diese Angst wird eingepflanzt. Damit wird manifestiert, weil wir mächtige Wesen sind. Und deshalb sollten wir solchen Feldern, die Angst machen, nicht zu viel Energie geben. Nehmt euch das immer wieder in den Hinterkopf. Wenn es einen Blackout gibt, dann sollte der nicht lange dauern. Also wenn, dann vielleicht mal einen Tag oder so und das auch noch von der guten Seite, damit die schlechte Seite nicht weiterhin uns beschießt. Guckt euch mal den Film an, Sie leben. Einige von euch kennen den. Da wird es auch nochmal sehr schön beschrieben, wer hinter der ganzen Sache steckt mit Fernsehen. Ne? Was da alles rausgeht, warum es Fernseher gibt und diese Radiosendungen. Ich sage nicht, dass alle Fernsehsender und Radiosendungen schlecht sind, aber da werden ganz viele Informationen verbreitet, die unsere Schwingung runterziehen. Kannst ja mal einen Tag beobachten, wenn du von morgens bis abends aufstehst, wenn du mal Fernsehen schaust, fernsiehst oder Radio hörst, was kommen denn da ständig für Nachrichten und was macht das mit deinem emotionalen Zustand? Wenn die Menschen mehr bewusst wären, würden sie das merken. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Zeit. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da und kommentiere. Ich bin sehr über deine Meinung zur aktuellen Lage gespannt. Ich wünsche dir eine schöne Zeit noch einmal und bis zum nächsten Video.